Hey Leute, herzlich willkommen beim neuen Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, wie ihr seht. Ich habe das Spiel schon angefangen, also das Let's Play, eigentlich. Aber da hatte ich eine andere Version, und zwar 2.5. Und da stand auch hier, statt 2.6 fix, stand da 2.5.dev. Und das war also ohne Patch irgendwie, und das Spiel ist deshalb dauernd abgestürzt und so weiter und so fort. Ich hatte eigentlich schon über 100 Parts, weil ich einfach auf die ganzen Fails geschissen habe. Aber das Let's Play, das ich vorher aufgenommen habe, war sowieso irgendwie für den Arsch, weil alles schief gelaufen ist immer wieder und so weiter. Und ich dachte mir, gut, fangen wir doch einfach nochmal neu an, auch wenn ich schon fast 150 Parts von dem Ding hatte. Weil es geht ja nicht darum, dass ich das Spiel so schnell wie möglich durchkriege oder das Let's Play hinter mich bringen oder so, sondern darum, dass es uns Spaß macht und euch und also uns allen. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn das Spiel dauernd abkackt und failt und so. Und jetzt habe ich halt so ein Patch gefunden, 2.6, wegen dem das Spiel dann nicht mehr abkacken sollte, und außerdem verändert es sehr viel im Spielgeschehen scheinbar. Und da dachte ich mir, gut, okay, holen wir uns den Patch und spielen das Spiel einfach nochmal von vorne durch und löschen die 150 Parts, die wir bisher gemacht haben. Da ich schon angefangen habe, habe ich die Einstellung schon ein bisschen verändern müssen. In Gothic 1 konnte ich ja ohne Probleme mit 300% Sichtweite und vollen Details spielen. Aber, okay. Aber hier habe ich das alles ein bisschen runterdrehen müssen, weil besonders in Korinnes, wo tausende von Menschen, NPCs, rumsitzen, das Spiel total laggt. Ich weiß nicht warum. Mein PC ist eigentlich sonst ganz gut und das passiert eigentlich auch nur beim Aufnehmen. Aber ich muss es halt ein bisschen runterdrehen. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel. Aber ich meine, 100% Sichtweite sind ja auch okay, und hier 200% und fast volle Modelldetails ist ja egal. Wird wohl kaum irgendjemand umbringen. Also ich würde sagen, wir fangen gleich mal an jetzt. Aber bevor ich anfange, muss ich noch sagen, da sind ja wieder die Cutscenes, die nicht mit aufgenommen werden müssen. Das heißt, ich muss es wegdrücken. Und ich hoffe, dass ich das dann irgendwie entweder wieder reinschneide. Oder wieder so ein extra Video mache, wie bei Gothic 1, mit den ganzen Cutscenes, wo ihr dann einfach nur auf den Link drücken müsst und dann die Cutscenes anschauen könnt. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen, bis das hier hochgeladen ist, habe ich bestimmt eine Lösung gefunden. Also, machen wir uns doch direkt an die erste Cutscene, die wir überspringen können. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. So, weg. Und jetzt kam noch so eine Aufschrift, die Nacht des Raben. Ja, mehr nicht. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch.
Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Ja, warum sagte Xardus jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen? Weil das bezieht sich auf das Nicht-Add-on, also auf Gothic 2. Wenn man Gothic 2 spielt, sagt er das nicht. Und wenn man das Add-on danach noch spielt, dann sagt das. Auch wenn man das Add-on nicht danach spielt, geht halt einfach davon aus, dass wir das Spiel schon so gespielt haben und dann ist das Add-on spielen. So was bei mir nämlich auch. Ja, die neue Bedrohung ist jetzt direkt das Add-on und jetzt kommt gleich wieder eine Cutscene, die ich auch wegdrücken muss. Und Moment, ich will noch was sagen zu der Cutscene, die ich gerade am Anfang weggedrückt habe, falls ihr irgendwie nicht die Chance hattet, sie zu sehen oder sonst was. Wir haben also den Schläfertempel zerstört und im Gothic 1 Ende sagte er ja, dass er das Tageslicht wieder betreten hat, ohne Probleme und so weiter. Aber es ist jetzt so gekommen, dass der Schläfertempel eingebrochen ist und uns begraben hat und wegen der Magie der Rüstung sind wir halbwegs am Leben geblieben und Xardus hat uns rausgeholt und hierher teleportiert. Und wir sind schwach und haben vieles vergessen, das heißt, wir sind wieder auf Stufe 0 und fangen nochmal von vorne an. Weil stellt euch mal vor, wir würden Gothic 2 mit der antiken Erzrüstung und mit dem magischen Schwert Urizie anfangen, das wäre zu krass, wenn man direkt mal hier Gott von ganz Korinnes wäre. Deshalb sind wir wieder auf 0, damit das Spiel auch wenigstens noch Spaß macht. Also jetzt kommt nochmal eine Cutscene, Moment. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Viljas Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Ja, verbünde dich mit ihnen. Mit wem? Mit denen in der Cutscene. Was er gerade noch gesagt hat, ist, von welcher neuen Bedrohung sprichst du da? Blabla, okay. Er hat von dem Artefakt, das Belia auf die Welt gesandt hat, gesprochen und dass die Bösen, also Belias Schergen, auf der Suche nach dem Artefakt sind. Und dass die Magier, man sieht die Wassermagier aus Gothic 1, versuchen das Artefakt auch zu finden, bevor es die Bösen tun. Und wir sollen uns mit diesen Magiern verbinden, also mit den Wassermagiern. Und das ist alles, was in den beiden Cutscenes jetzt vorkam, ungefähr. Aber ihr solltet sie euch trotzdem anschauen, ich habe sie ja bestimmt bis dahin hochgeladen, hoffe ich. Naja, weiter geht's. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Drachen. Sind die so mächtig und in Gothic 3 sind einfach nur irgendwelche stinknormalen, langweiligen Kreaturen.
Ach ja, was ich noch sagen wollte ist, jetzt habe ich ja Gothic 1 durchgespielt, dachte ich mir, jetzt kann ich auch direkt Gothic 2 durchspielen. Und wenn dann richtig, also gleich die Nacht des Raben und nicht das normale. Und Gothic 3 werde ich nicht spielen. Das habe ich euch aber schon mal gesagt. Ich habe nicht vor, dieses Spiel jemals zu let's playen und ich werde es wohl auch nie machen. Weil Gothic 3 ist einfach nicht mehr Gothic, das ist irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist es scheiße. Okay, weiter geht's. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ja, meistens merkt man, wenn das Add-on spricht und nicht das normale. Irgendwie verändert sich da die Stimme, das habt ihr ja gerade bei Xalas irgendwie gemerkt, hoffe ich. Und das ist bei allen anderen Charakteren auch ziemlich extrem zu hören. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten wir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Okay. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. So, sehr gut, haben wir schon mal mit Xalas gesprochen. Bei Gothic 1 konnte man ja auch Bücher lesen, aber die haben einem nichts gebracht. Hier bei Gothic 2 bringen sie manchmal ein bisschen Erfahrung. Ich werde sie bloß nicht ganz lesen, keine Sorge, ich werde sie nur kurz anschauen. Aber hey, wir können noch, mit Xalas reden. Ah, der hat ja noch einiges zu sagen. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um einen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenen,
keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Na gut. Hey, ich will dein Buch auch lesen. Oh, alte Steintafel. Ich will das Buch auch lesen, aber der Typ steht da jetzt die ganze Zeit davor und liest. Oh, ein Trank. Alchemietisch können wir nicht benutzen, Runenstein können wir nur als Magier benutzen. Was haben wir hier noch? Sag mal, wieso leckt denn das jetzt? Was ist denn jetzt los? Ah, hier ein Herd, aber wir haben nichts dafür. Oh, ein schwerer Ast. Eine erste Waffe. Wenigstens hätte das Ding nur mit einer Hand. Wenigstens das hat er sich merken können. Und hier ist ein Schalter. Und der öffnet dieses Gitter hier. Und da haben wir nochmal einen Trank, Mana-Trank und eine Truhe. Ja, sammeln wir alles schnell ein. Ein paar Sprüche, ein bisschen Gold, okay. Jetzt hier anfangs werde ich noch nicht so viel reden können. Oder, naja, was heißt anfangs? Das wird jetzt ewig lang so dauern. Bis ich mit allen Menschen einmal gesprochen habe und das dauert eine Weile. Und selber werde ich da wenig zu sagen haben, weil eigentlich ständig unser Held hier mit den... Kann ich bitte das Ding aufheben? Hallo? Unser Held hier mit den NPCs sprechen wird. Warum kann er das... Blöder Trank, komm her. Ah, leck mich, bleib halt da. Ja. Moment, hier haben wir noch eine Statue. Hallo? Ey, irgendwas spackt hier. Ich kann irgendwie nichts mehr benutzen. Ich glaube, ich sollte kurz das Spiel neu starten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Am besten wir speichern schnell zweimal, sonst geht wieder irgendwas schief. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Upsala. Mann, das speichert das lange. So, jetzt. Aber wenn ich neu starte, geht's dann vielleicht wieder. Hoffe ich. Also bis gleich.